Mauro, gratuliere. Was ist das Gefühl, in einer Abfahrt hier in Beaver Creek auf dem Podium zu stehen? Wohl, ist ein sehr schönes Gefühl. Ein grosses Ziel von mir, mal auf dem Abfahrtspodest überhaupt zu stehen. Und dass das jetzt schon geklappt hat, so früh natürlich in der Saison, ist umso schöner. Und ja, es ist einfach nur eine grosse Freude. Und natürlich mit der Beat noch dazu, auf dem Podest, zwei Schweizer. Das ist sehr speziell. Das gibt es nicht so viel. Das ist für das ganze Team natürlich schön. Es schaffen viel dahinter. Und ja, für uns beide eine riesige Freude. Und ja, wenn es immer so wäre, natürlich wäre es ein Traum, aber ich glaube, das muss man mal schätzen, wenn man das wieder mal so erreichen kann. Innerhalb zwei Wochen, du bist jetzt zweimal auf dem Podest gestanden. Hast du eine Erklärung? Nein, ist immer schwierig zu erklären. Ich habe das Beste nicht gegeben. Ich wusste, ich bin gut drauf vom Sommertraining, vom Aufbau. Ist mir gut gelaufen auf der Ski. Ja, der Super-G hat mir vielleicht ein bisschen Schwung gegeben für die Abfahrt auch. Aber dass ich jetzt auf der Abfahrt können, aufs Podest, ist natürlich schon für mich auch ein bisschen eine Überraschung. Ja, immer eine Erklärung hat man nicht. Es muss viel aufgehen. Du musst gut drauf sein. Das Material muss passen. Das Glück muss auch stimmen. Und ja, jetzt ist das für mich jetzt mal aufgegangen. Und das, ja, muss man jetzt einfach freuen. Dann kann ich noch sagen, alles Gute für den Mond, der Super-G. Danke vielmals.